Hi Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen. Ja, es geht weiter mit unserer Game Package Serie zu Star Citizen. Heute befassen wir uns mit der Cutter, eins meiner, ja schon gesagt, Favoritenschiffe in dem, ja, Low-Preis-Segment ist eigentlich zu viel bei 66 Euro aufwärts, aber eins der günstigeren Schiffe immer noch von den Charterpaketen, die man sich kaufen kann in Star Citizen. Ich will gar nicht viel Zeit verplempern, lasst uns reingehen. Wie in alter Manier schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz auf ihrer Website an von Robert Space Industries. Auch hier, wie in den letzten Videos, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, haben wir uns um die Aurora MR, Mustang Alpha und um die Pisces Expedition schon gekümmert. Dazu haben wir schon, oder habe ich schon Videos gemacht. Wenn euch eins dieser Schiffe interessiert, guckt euch die Videos gerne an. Findet ihr auf meinem Kanal. So, wie gesagt, heute geht es hier um die Cutter. Ja, hat auch wieder drei Varianten. Derzeit runtergesetzt für 56,44 Euro. Normalerweise halt nur ungefähr 10 Euro teurer. Und ich muss sagen, das ist ein ziemlich gutes Angebot, weil dieses Schiff einfach so gut ist. Und mit dem Preis, sonst ja normalerweise gleichwertig mit der Pisces ist, das sehen wir hier ja, Aurora kostet das gleiche wie die Mustang. Weiß ich dasselbe wie die Cutter. Durch dieses Angebot der Cutter wird die derzeit meiner Meinung nach sehr attraktiv. Einfach weil sie coole Vorzüge hat. Ich fliege immer noch sehr, sehr gerne mit der rum. Wahrscheinlich sogar aktuell das von mir am meisten genutzte Schiff. Sie ist schnell, wendig, leicht zu handeln. Es dauert nicht 100 Jahre, um mit der loszufliegen. Und man kommt genauso gut ans Ziel. Man hat einige Annehmlichkeiten und die wollen wir uns jetzt mal ganz kurz dezent anschauen. Auf der Website der Cutter im Game Package sehen wir, naja, letztendlich die Cutter und das, was wieder im Game Package inkludiert ist. Das ist aber wie immer dasselbe. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Gehen wir hier bei Ships auf die Cutter. Habe ich schon alles vorbereitet. Dann sehen wir, naja, die echten Werte zur Cutter. Und hier haben wir wieder die Varianten. Es gibt die Cutter, die wir im Starterpaket haben. Es gibt die Scout und die Rambler. Auf die möchte ich nicht eingehen, weil die haben aktuell im Spiel meiner Meinung nach keinen Nährwert. Das kommt in ferner Zukunft. Ja, wunderschöne 4K-Bilder. Also falls ihr mal einen 4K-Hintergrund haben wollt, und dann sucht eins hier eins aus. Genau. Dann sehen wir ganz kurz einmal die Werteübersicht, die könnt ihr euch dann selber angucken. Ich habe wieder alle Links in der Infobox verlinkt. YouTube, dadurch, dass der Kanal relativ neu ist, lässt mich das leider noch nicht so cool machen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Ansonsten geht ihr einfach, ihr seht die URL ja hier oben, robertspaceindustries.com. Ihr seht da alles, ne? Einmal auf Pledge gehen und dann seid ihr drin. Hier sehen wir nochmal ganz kurz die drei Varianten aufgelistet. Hier unten steht immer der Fokus, also wir haben Starter und Light Freight. Ja, das hier ist ein Scanning-Schiff und hier haben wir ein, naja, auf Expedition ausgelegtes Schiff. Ich glaube, das liegt daran, soweit mir das im Hinterkopf geblieben ist, dass der hier einen extra Tank hat und deswegen sehr weit fliegen kann. Der hat hier oben so eine Scanning-Schüssel drauf. Wie gesagt, aktuell alles unwichtig im Spiel. Cargo Capacity, das finde ich immer ganz interessant, hat hier die normale Version 4 Frachtkisten und die anderen beiden nur 2. Und gerade Cargo, ein bisschen Cargo durch die Gegend transportieren zu können, ist gerade zum Anfang, finde ich, gar nicht unwichtig. Und von dem her ist hier das Starterschiff schon die richtige Wahl und da muss ich gar nicht über die anderen nachdenken. Okay, das soll es zum Vorwort gewesen sein. Dann schauen wir uns die Cutter einmal im Spiel an. Ich hole sie mal in den Hangar und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, da haben wir das gute Stück. Ich habe mich umentschieden. Ich habe es jetzt einfach mal hier bei Sonnenaufgang auf den Außenposten hingestellt. Und ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet. Das gucken wir uns gleich genau an. Ja, wir laufen einmal ganz kurz drumrum. Ich kann verstehen, wenn die optisch gesehen nicht für jedermann ist. Ich finde sie persönlich super, super cool. Habe ich vielleicht schon ein paar Mal erwähnt. Es ist einer, ja, meiner Favoriten. Aus
diversen Gründen. Die Form, das Industrielle, der Look und so weiter gefällt mir gut. Wir haben hier oben so kleine Winglets, die Aerodynamik ein bisschen verbessern sollen. Wir haben zwei sehr dicke Thruster, die man auch hochstellen kann. Das gucken wir uns gleich einmal an. Und hier die kleineren Turbinen, vor denen ich gerade stehe. Ansonsten die Bewaffnung ist dieselbe wie bei der Aurora, also ein bisschen weniger als bei der Alpha, die wir uns schon angeguckt haben. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne auf meinem Kanal nach. Da habe ich die anderen Videos ebenfalls zur Alpha und Pisces war dabei, und also Mustang Alpha, Pisces und Aurora, und weitere Videos werden natürlich auch folgen. Deswegen wäre ein Abo total schlau an der Stelle. Ein kleiner Reminder. Okay. So. Ja, so sieht das ganze Schiff aus. Es ist nicht klein, im Gegensatz zu den anderen. Ist auch nicht riesig. Wir haben eine schöne Ladeluke, in der wir auch ein bisschen Fracht reinkriegen. Und wir machen das Ganze mal auf. Und zu Demonstrationszwecken habe ich hier mal ein Hoverbike reingestellt. Also, wie wir sehen, selbst ein Hoverbike würde hier schon mit reinpassen. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Auch da, ne, ein weiterer Grund, warum ich die so cool finde, dass ich hier schon mal ein Bodenfahrzeug mitnehmen kann, womit ich dann zum Beispiel zu feindlichen Bunkern rüberfahren kann, die mich sonst auch andererfalls beschießen würden. Ja, okay, ich fahre hier mal ganz kurz wieder raus, einfach damit wir hier ein bisschen Platz haben. Auch da. Hoverbike übrigens auch einfach eine sehr, sehr geile Erfindung. Okay. Und die Sounds von dem Hoverbike, ganz ehrlich, die sind einfach nur Baba. Okay. Nutzt meinen Referral Code. Manchmal gibt es solche Geschichten. Habe ich zum Beispiel auch über einen Referral Code geschenkt bekommen. Genau, manchmal gibt es das geschenkt. Also, das hier gab es geschenkt. Wert von, ich glaube, 50 Euro oder so. Sind Aktionen, ne? Ist nicht immer so. Aber manchmal hat man halt Glück. Okay. So. Innen drin haben wir hier den dedizierten Bereich für die Ware, ne? Cargo Area. Haben wir unten zwei Kisten. Die können wir stapeln auf insgesamt 4 Kisten. Aber hier passen locker auch nochmal 2 Kisten übereinander. Und dann, naja, dann wird es schwierig. Wenn ich dann noch 2 Kisten habe, dann kann ich die quasi so rückwärts reinziehen. Andernfalls habe ich halt das Problem, dass ich halt, wenn ich das hier alles vollstelle, ja, ich komme halt nicht mehr rein. Ne? Das hier ist nämlich der einzige Ein- und Ausgang. Manche Schiffe hatten auch noch was an der Seite. Das haben wir hier nicht. So, ja, wie gesagt, industriell gehalten. Hier habe ich vorher Zugriff auf die einzelnen Komponenten. Das Schiff hat noch keinen Goldstatus. Das bedeutet, diese Komponenten sind noch nicht voll physikalisiert. So, ich kann das Ding jetzt hier zwar aufmachen, was ein cooles Gimmick ist, ne? Ist ja cooler. Aber ich kann es noch nicht in die Hand nehmen oder so. Das kommt noch dazu, ist aber aktuell noch nicht ganz wichtig. Ja, ansonsten keine Verkleidung im Innenraum. Sehr industrieller, cooler Look. Wir machen das Ganze hier nochmal dicht. Und ja, hübsche Netze. Wäre natürlich cool, wenn man da mal ein bisschen was reinpacken kann. Ich glaube, das hier sind so Sandbleche. Ja. So, hier haben wir die Rampe. Und was ich sehr stark finde, sind hier die kleinen Fenster drin. Das hat was. Ich kenne tatsächlich auch sonst kein anderes Raumschiff, was im Ladebereich solche Fenster hat. Hat mir schon öfter mal gute Dienste geleistet. Und wenn ich jetzt irgendwo gelandet bin, in einem Dorf oder so, einem Außenposten mit feindlichen NPCs, dass man mal ganz kurz rausgucken kann, steht da jemand, erwartet mich gleich was, dass ich schon mal weiß, auf was ich gleich schießen muss. Okay, das Coole ist hier natürlich, wir haben einen kleinen Innenraum, was ich sehr immersiv finde, und da habe ich auch ein Fable für. Ich bin da so ein kleiner Roleplay-Typ. Und hier haben wir ja ein bisschen Ablagemöglichkeiten und eine, ich denke mal, Kaffeebar oder vielleicht auch eine Wassersäule oder sowas. Hier haben wir einen Personal Storage, auf den ich zugreifen kann. Und da kann ich meine Sachen reinpacken. Und anders als dem normalen Inventar, dem Schiffsinventar hier, ein bisschen Sachen hier, ne, hier habe ich das Wegeinventar, kann ich mal rüberschieben,
kann ja nur ich drauf zugreifen. Wenn ich jetzt in dem Schiff bin und jemand anderes kommt in mein Schiff rein, ein Kumpel oder irgendwas, dann sieht der das nicht. Na, wenn ich jetzt hier auf dieses Personal Storage zugreife, dann kann ich da Sachen reinpacken, die sieht er auch. Das ist ganz, ganz nett. Yes, okay. Ansonsten ein Bett zum Ausloggen wieder oder auch zum Hinsetzen, falls ich einen Kumpel mitnehme, damit der nicht durch das Raumschiff fliegt. Kann er sich hier hinsetzen und dann gemütlich mitfliegen. Wir sind ja keine Barbaren, deswegen gibt es auch ein bisschen für Hygiene und Notdurft. Wir haben hier unten ein WC mit drin. Wie gesagt, das hat jetzt im Spiel erstmal keine Relevanz. Dusche gibt es hier auch, Waschbecken. Aber Hygiene, Gameplay etc., das kommt alles noch mit rein. Das wird sehr cool. Ja, ansonsten ist es einfach so ein bisschen für die Immersion. Und wir gehen nach vorne ins Cockpit. Das Cockpit ist relativ klein und schlicht. Auch hier wieder alles industriell gehalten und ohne Verkleidung. Auch hier wieder Komponenten, auf die ich zugreifen kann. Die sind auch nicht zufällig angeordnet. Gerade hier der Life Support, das ist später, wenn alle Komponenten und das Schadensmodell physikalisiert ist in den nächsten Patches, dann, naja, dann kann ich einfach hier aufstehen und muss direkt rankommen. Ja, das ist doof. Gerade hier Life Support ist für Sauerstoff und Schwerkraft zuständig, soweit ich weiß. Dann wäre es natürlich doof, jetzt nach hinten zu eiern, gerade ohne Schwerkraft. Aber ansonsten, na, für die restlichen Komponenten muss ich sowieso nach hinten. Aber das sind so die wichtigsten Dinge wohl gewesen. Yes. Ansonsten haben wir hier auf der rechten Seite zwei Halterungen für Pistolen und einmal das Gewehr, was ich ablegen kann. Und das hier ist noch nicht integriert im Spiel, aber ich glaube, das ist eine Art Klamottenablage oder sowas, Rüstungsablage, wo man Helm und so weiter reinpacken kann. Denn es soll irgendwann mal ins Spiel kommen, dass ich nicht mit voller Rüstung, wie ich sie jetzt anhabe, fliegen kann, sondern ich muss sie vorher ablegen. Ja, hier im Cockpit angekommen habe ich drei Displays, die ich manuell verstellen kann, ne? Sieht man ja hier. Und ein Radar, wo ich Dinge sehen kann. Und ansonsten habe ich einen super coolen Ausblick nach links und rechts, über 180 Grad und auch relativ gut nach oben. Das ist nicht selbstverständlich. Manche Raumschiffe sind so blöd, was die Fenster betrifft, dass man fast gar nichts sieht. Okay, das Hoverbike, das lassen wir mal kurz stehen, das wird schon nicht geklaut werden. Und wir machen einen kleinen Testflug. Ja, wir gehen hoch. Hier zeige ich euch nochmal die Triebwerke, die kann ich aufstellen, dann habe ich auch ja, ziemlich starken Schub in die Vertikale. Und ist das Spiel nicht schön? War rhetorisch. Es ist wunderschön. Ja, ein bisschen schießen kann ich auch. Wie gesagt, es sind nicht die fettesten Knarren. Aber naja, falls mal was los ist, kann ich mich verteidigen. Ich habe auch Raketen. Kommen die eigentlich raus? Da unten, oder? Weiß ich nicht. Ja, genau. Da unten fahren die raus, die Raketen. Wenn ich die aktiviere. Kann ich auch mal abfeuern. Zack. Das sieht schon cool aus, ne? Ich glaube, ich habe 4 Stück oder so insgesamt. Ja, genau. 4 Stück. Ist nicht die Welt, aber boah, manchmal ist das auch das Zünglein an der Waage. Mal jetzt gucken, wo komme ich denn überhaupt hierher? Ja, dass ich auch wieder zurückfinde. So, hab die Richtung wiedergefunden. Musste mich mal kurz orientieren. Okay, auf den Rückflug. Ja, wofür ist das Schiff? Wofür ist es gedacht? Hauptsächlich, naja, Personal Transport, so groß ist es nicht. Aber ein bisschen Fracht kann ich durch die Gegend schippern. Vor allen Dingen hier kommen natürlich kriminelle Frachten in Frage, sowas wie Drogen oder so, die man hier kaufen kann, weil die sich ja auch schon in geringen Mengen lohnen. Raumkämpfe und so weiter, macht es bitte nicht, wirklich. Ihr tut euch da keinen Gefallen mit. Die Bewaffnung ist so minimal. Ihr werdet meistens nicht als Gewinner in diesem Kampf rausgehen. Das kann ich euch fast versprechen.
davon würde ich euch einfach abraten. Ja, genau. Aber ansonsten, Delivery-Missionen sind ja easy machbar. Das ist gar kein Problem, einfach hinten den Koffer reinschmeißen, den ihr von A nach B bringen sollt. So, hier nochmal die Ansicht von außen. Ein letztes Mal genießen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einen guten Einblick in die Cutter bekommen. Ob das Schiff vielleicht was für euch ist, ob es das Geld wert ist, das würde mich total interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass das Schiff seinen Preis wert ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, wir schauen uns Game Packages an. Bis dahin und ciao.